Die neue Amazfit GTR 3 Pro ist da. Die Smartwatch soll meine alte Bip ablösen, schauen wir also mal rein. Im Lieferumfang befindet sich ein Ladekabel, ein Infoheftchen und natürlich die Uhr selbst. Die Verpackung war sehr gut und die Uhr kam gut geschützt bei mir an. Hoffen wir mal, dass sie lange so gut aussieht. Die Amazfit GTR 3 Pro läuft mit ZAP OS. Sie verbindet sich mit der ZAP App, die von allen Amazfit Uhren verwendet wird. Zunächst muss die Uhr eingerichtet werden. Die Uhr kommt natürlich mit mehreren Sprachen daher, unter anderem Deutsch. Mehr als die Sprache kann man nicht auswählen, dann geht's ums Pairing. Meine sehr stark geliebte Bip ist dafür von meinem Armgelenk verschwunden. Der Datenabgleich zwischen ZAP App und GTR 3 Pro läuft reibungslos. Mit an Bord ist Bluetooth 5.0 und WLAN mit 2,4 GHz. Es kann sich mit Smartphones verbunden werden, die mit mindestens Android 5.0 oder iOS 10 laufen. Die Amazfit GTR 3 Pro kommt mit einem 1,45 Zoll großen Bildschirm daher. Dieser kommt auf 331 ppi. Nach den ersten Läufen kann man sagen, dass sich das Display auch im sich verabschiedenden Sommer gut ablesen lässt. Das gehärtete 2,5D-Glas kommt mit einer Anti-Fingerabdrucksbeschichtung daher. Wie diese sich langfristig schlagen wird, das wird man erst in ein paar Monaten sehen. Das Watchface, das ihr eben gesehen habt, hat eine Sache sehr gut gezeigt. Das Display der Smartwatch ist sehr schön anzusehen. Das sage ich vielleicht, weil ich von der Bip komme, aber die Panelqualität ist wirklich gut. Eben habt ihr schon gesehen, es wurde fleißig ein Update eingespielt. Das war das erste, was ich bekommen habe, aber nicht das letzte. Regelmäßige Updates, das kenne ich schon von meiner Bip. Da muss ich wirklich sagen, in Sachen Software ist Amazfit wirklich hinterher. Man sollte diese Software-Updates aber nur machen, wenn man Zeit hat. Zwar war das zweite schneller erledigt als das erste, kurz würde ich den Prozess aber nicht nennen. Die Infos, was sich alles geändert hat, das seht ihr auf dem Smartphone, aber auch auf der Uhr. Bei den Änderungen im Update habt ihr vielleicht gesehen, dass dort eine GoPro-App gelistet war. Die ist im ureigenen App Store verfügbar. Wie man an der Übersicht sieht, es gibt noch ein paar andere Apps. Wir schauen uns nebenbei kurz an, wie lange es dauert, zum Beispiel die GoPro-App zu installieren. Kleine Anmerkung, den Installationsvorgang habe ich nicht gekürzt. Zusätzlich zu den bereits vorinstallierten Apps kann man sich also noch ein paar weitere aussuchen. Dazu gehört beispielsweise der BMI-Rechner. Ob man den wirklich jeden Tag auf der Uhr braucht, weiß ich nicht. Wofür ich mich aber entschieden habe, war der Tracker für meine Wasseraufnahme. Die installierten Apps sind dann nicht nur auf eurer Uhr, sondern auch in der Übersicht in der ZAP-Anwendung. Dort könnte man sie zum Beispiel wieder deinstallieren. Das wollen wir nicht, wir wollen die Apps schließlich nutzen. Gerade in Bezug auf das Wasser ist mir aufgefallen, dass ich viel zu wenig trinke und mit dem Tracking klappt das direkt besser. Die Uhr verfügt über automatisches Sleep Tracking, das auch kleine 20-Minuten-Schläfchen erkennt und mich regelmäßig für diese lobt. So mag ich das. Darüber hinaus benutze ich die Uhr gerne für die Lolli-Tests im Kindergarten. Schnell die Countdown-App gezückt, 30 Sekunden eingestellt und los geht's. Und na klar, die Kinder haben Spaß daran, den Startbutton zu drücken. Die größeren und bereits fertigen Kinder zählen beim Countdown übrigens gerne mit. Neben dem Bildschirm gibt es seitlich noch eine Krone zur Navigation. Dreht man an jener, kann man beispielsweise durch die vorinstallierten Apps scrollen. Dabei gibt die Uhr mithilfe des Linearmotors haptisches Feedback. Ich brauche wohl nicht extra zu erwähnen, dass das Bildschirmgehäuseverhältnis mit 70,59% deutlich besser ausfällt als bei meiner Bip. Auf der Unterseite der Uhr befindet sich ein Sensor zur Überprüfung allerlei Gesundheitsmerkmale. Beim biometrischen Sensor handelt es sich um den sogenannten 6PD BioTracker PPG 3.0. Das 6PD steht für, solltet ihr euch fragen, 6 Photodioden. Dieser Sensor misst unter anderem die Blutsauerstoffsättigung. Der SpO2-Wert wird 24 Stunden am Tag überwacht und der Nutzer benachrichtigt, wenn der Wert zu niedrig ist. Neben dem SpO2-Wert überwacht die GTR 3 Pro auch noch die Herzfrequenz, die Atemfrequenz und den Stresslevel. In Sachen Messung des Stresslevels sollte ich die Uhr wohl lieber nicht mit in den Kindergarten nehmen. Oder lieber doch? Inzwischen trage ich die Uhr schon ein bisschen länger und ich kann sagen, in Sachen Stress ist sie noch nicht ausgeschlagen. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Im Inneren steckt ein 440 mAh Akku. Der hält bei mir gut durch und ich habe bisher nicht das Zwischenladen verpasst. Der Akku fällt mit 440 mA etwas kleiner aus als bei den Vorgängern. Der neue Systemchip arbeitet aber energiesparsamer und fängt die Differenz folglich sehr gut auf. Die Uhr ist bis 5 ATM wasserdicht. Das hätte ich auch sehr gern ausprobiert, aber die Gelegenheit zu schwimmen hat sich leider noch nicht geboten. Das wird sich hoffentlich zeitnah ändern. Ein Modi hierfür steht auf jeden Fall bereit. Persönlich nutze ich vor allem den fürs Laufen. Es gibt aber auch einen für Standfahrräder und ganz zeitgemäß auch für E-Sport. Sport mit der Amazfit, das geht natürlich nicht nur draußen. Es gibt verschiedene Programme, unter anderem für Laufbänder wie das, auf dem ich gerade stehe. Vor dem Workout wird dann das gewünschte Programm ausgewählt und los kann's gehen. Bei den verschiedenen Modi wähle ich jetzt natürlich das Laufband und beginne das Workout. Es gibt eine Vielzahl an Sportarten, die man mit der Amazfit tracken kann. Ich schwinge mich beispielsweise gern zur Abwechslung auf dem Bowflex Max Trainer M8 meiner Freundin. Dort absolviere ich dann mit einem anderen Benutzer meine Workouts. Direkt zu Beginn wird die Herzfrequenz von der GTR 3 Pro gemessen und nachfolgend natürlich im Auge behalten. Wie ihr seht, ich schaue recht geradeaus, denn bei mir wird dank guter Unterhaltung der Sport zur Nebensache. Nicht ganz so nebensächlich ist die One-Tap-Funktion, die Amazfit der Uhr spendiert hat. Bei mir seht ihr jetzt die Verwendung nach einem Workout.
Ist dies abgeschlossen, könnt ihr bereits erste Fitnessdaten auf der Uhr direkt einsehen. Uns geht es aber jetzt um die eben erwähnte One-Tap-Funktion. Habt ihr euer Workout beendet oder auch einfach mal so, könnt ihr über die App One-Tap 45 Sekunden lang die Uhr-Gesundheitsindikatoren messen lassen. Damit man sich nicht verzählt, wird auf der Uhr dargestellt, wie lange der Prozess dauert. Im Anschluss könnt ihr die aktuelle Herzfrequenz, euer Stresslevel, den Blutsauerstoffwert und die Atemfrequenz einsehen. Ein Wort noch zur Akkulaufzeit. Ich habe ein paar Tage meine alte Apple Watch und die bei mir verbleibende GTA 3 Pro getragen und kann sagen, dass bei gleicher Anzahl von Benachrichtigungen und Sport die GTA 3 Pro besser abschneidet. Es kommt natürlich immer ganz darauf an, wie aktiv man ist und ob und wie oft man GPS braucht. Über die ganzen Fitnessdaten wird der Pi-Wert berechnet. Dabei handelt es sich um einen Wert, der dem Nutzer eine Art Orientierungshilfe im Fitnessdschungel sein soll. Denn neben Workouts bedarf es auch Erholungsphasen. Um gesund und fit zu bleiben, ist ein Pi-Wert von 100 pro Woche anzustreben. Damit man einen aussagekräftigen Wert zur Hand hat, sollte man die Uhr regelmäßig tragen. Die GTA 3 kommt mit einem sogenannten Virtual Pacer daher. Dieser soll einen zusätzlich beim Workout antreiben. Da er aber standardmäßig deaktiviert ist, gibt man das Laufworkout der Wahl, tippt dort auf Einstellungen, scrollt ein bisschen durch und aktiviert den Virtual Pacer. Nun lässt sich die Wunschgeschwindigkeit einstellen. Bei 6 Minuten pro 1 Kilometer entspricht das 10 km/h Lauftempo. Im Nachfolgenden läuft man somit gegen die eigene Wunschperformance. Je nachdem, wie flott man den Pacer eingestellt hat, bzw. man selbst unterwegs ist, kann man gegen sich selbst siegen oder aber verlieren. Im besten Fall aber natürlich gewinnen. Wie man sieht, den Virtual Pacer gibt es sowohl für normale Laufmodi als auch fürs Laufband. Die Amazfit GTA 3 Pro ist ähnlich wie die Stratos, vor allem etwas für Männerarme, da sie durchaus groß ist. Ich möchte natürlich keiner Frau absprechen, auch eine GTA 3 Pro zu tragen. Meine Freundin wäre da aber, Zitat, ganz sicher raus. Das ist aber ganz gut so, deswegen bleibt sie auch bei mir. Dafür hat Sarah einen Blick auf die Amazfit GTS 3 gelegt. Vielleicht macht sie ja noch ein eigenes Video über die besagte Uhr. Im Vergleich ist sie auch etwas günstiger. Aktuell kostet meine GTA 3 Pro 199 Euro auf Amazon. Ihr habt noch Fragen zum Amazfit GTR 3 Pro? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.